Hallo miteinander und herzlich willkommen zum allerersten Lotastic Travel Vlog. Okay, das war jetzt vielleicht etwas zu dick aufgetragen. In diesem Reisevlog werden wir nach Osttirol reisen, aber nicht nur irgendwohin nach Osttirol. Wir besuchen den guten Moreno vom Kanal Monotonus Studio. Warum ich diese Anmoderation und die Abmoderation nochmal neu machen musste, ob wir das Schloss in Osttirol uns ansehen werden und was uns noch für sehr, sehr eigenartige Personen begegnen werden, werden wir in diesem Reisevlog herausfinden. Aber jetzt, ohne Umschweife, viel Spaß beim allerersten Lotastic Travel Vlog. Ich mag, dass mir Schwitze pünktlich sind. Und ich mag auch Schoki Fodelin. Ich mag Fondue und auch Rösti. Und der Wilhelm Tell find ich der Größte. Ich mag's Matterhorn und auch den Zürichsee. Und Bern mag ich fast alles außer das. So, wir haben jetzt noch 2 Stunden zu fahren, laut Google. Ich bin ja selber gespannt, wie dieser Reiseblock wird. Das ist ja nicht nur mein erster. Ich bin ja selber überrascht, wie schnell das ging. An der Stelle auch nochmal danke, Moreno, dass du dich so einfach gleich so mal angeboten hast dafür. Grüß euch, Brudi. Ich bin ja auch gespannt, was wir alles erleben werden. Ich habe noch keine Ahnung. Ich weiß noch so viel. Moreno hat eine Grillerei, glaube ich, morgen geplant. Die wird auch definitiv im Vlog stattfinden. Was ich auch gesehen habe, bei ihm zu Hause, da gibt's ein tolles Schloss, was man sich ansehen kann. Das werde ich versuchen auch mitzunehmen. Und es gibt auch noch einen See in seiner Nähe. Ich müsste selber jetzt nochmal nachschauen, wie die genau heißen. Und ich denke mal, wir werden auch noch die ein oder andere Runde jammen. Das ist ja auch selber ein begeisterter Gitarrist. Boah, das sind 2 Abbiegungen. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig gefahren. Oh, ich glaube, die führen wir da zusammen. Okay. Boah, das ist so eine ganz enge Stelle zum Fahren. Kennt ihr das auf der Autobahn, wenn was gerichtet wird, dass so die Betonwände so ganz eng beieinander sind? Das habe ich jetzt da gerade. Boah, ich mag die Stellen überhaupt nicht. Ich glaube, das wird noch ein bisschen länger dauern. Ich schalte euch später wieder dazu. So, Freunde, die letzte Stunde hat geschlagen. Also von der Fahrt. Ja, laut Google Maps jetzt nur noch 1 Stunde. Wir sind beim guten Moreno zu Hause. Ja, aber ich muss bis jetzt sagen, war es eine angenehme Fahrt. Also es war deutlich weniger Verkehr als erwartet. Ja, okay, ich bin auch erst um 7 Uhr abends losgefahren. Erstens vom Verkehr her und zweitens auch vom Wetter. Es ist immer noch warm von der Luft her, aber ja, zum Glück blendet die Sonne nicht so krass unter. Also es war eine wirklich angenehme Fahrt, sagen wir mal so. Und jetzt fällt mir ehrlich gesagt auch nichts mehr ein, was wir bequatschen könnten. Es ist doch eine längere Fahrt noch, das ist jetzt noch 50 Minuten sowas. Wenn mir was einfällt, stellt euch wieder dazu. Ansonsten sehen wir uns im Haus von Moreno wieder. Guten Morgen miteinander. Falls ich jetzt etwas zerdrückt oder noch leicht angeheitert aussehe, die letzte Nacht wurde sehr, sehr flüssig. Moreno hat nämlich noch eine kleine Grillerei am Abend veranstaltet, was auch sehr nett von ihm ist, hätte er nicht machen müssen, aber hat er trotzdem. Und es gab auch sehr, sehr, sehr vieles flüssiges Getränk, das etwas stärker war als Wasser. Ja, ich bin jetzt so einigermaßen munter geworden. Wir haben jetzt schon mittlerweile, ich glaube, ja, 10 Uhr vormittags. Und was wir jetzt noch so erleben werden, das sehen wir jetzt gleich bei Moreno. So, nachdem wir gefrühstückt haben,
wenn wir jetzt in Richtung Lienz aufbrechen. Ach ja, und bevor wir aufbrechen, ich dachte, ich hätte einen sehr geilen Ausblick bei mir zu Hause auf den Berg, vor allem Berg. Ich zeige euch jetzt mal den Ausblick, den Moreno bei sich wortlaut vor der Haustür hat. So sehen 1900 Meter aus. Also der Berg bei mir vor der Haustür, das ist, so wie Moreno es schon gesagt hat, das ist ein Hügel. Hier haben wir unseren Gastgeber, Moreno. Ich bin heute Fremdenführer und Osttirol-Spezialist. Unser persönlicher Jedi. Ja, genau. Die Trau, ein wunderschöner Bach. Ja, ich sag zum Schloss, oder? Weil da ist ja die Rodenbahn und so, wo du da hin willst. Ah, jawohl, krass. Weil das ist alles am gleichen Fleck. Okay. Das heißt, wir werden jetzt zuerst gehen wir uns Schlossbruck ansehen und dann die Rodelbahn, oder? Osttiroler. Den Osttiroler. Was wir dort sehen werden, seht ihr gleich im Anschluss. Das ist, glaube ich, der Minigolfplatz, der schaut. Ja, da spielen wir Minigolf, ja. So, wir sind jetzt auf der Rodelbahn. Ja, und jetzt sehen wir uns die Rodelbahn an. Das ist für einer. Ja, also mein Fazit zu der Rodelbahn jetzt: bist du deppert geil. Also den Osttiroler, den kann ich nur empfehlen. Fahrt den unbedingt. War obergeil. Also kann die Rodelbahn bei mir daheim, die kann da pfeifen gehen. Was sagst du, Moreno? Osttiroler ist immer hammergeil. Jawohl, da habt ihr es gehört. Wo sind wir jetzt genau, Moreno? Lienz, das ist jetzt die Großstadt, die Altstadt.
da gibt es alles, was das Herz begehrt. Ah, okay. Da kannst du einkaufen und Bier trinken. Viel mehr kannst du nicht machen. Und Bier trinken können wir da, glaube ich, schon, oder? Das ist aus Neu. Das ist Eis wie früher, noch besser. Da gibt's die Filiale so kenne, da gibt es in Linz auch. Mohn und so, voll geil. Gell? Geiles Eis, oder? Ah ja, das ist die Valerie, sie hat uns jetzt vor ein paar Minuten begleitet. Ja, ich habe mich aufgedrängt. Ja, hier bitte, wir haben die eingeladen. Jetzt in der Zwischenzeit ist auch wieder sehr, sehr viel passiert, aber ich glaube nicht, dass wir das hier draußen erzählen, wenn ich erzähle euch das, wenn wir im Auto sind. Ich glaube, ich scheide, ja. Ja, er sagt es wirklich, es ist klüger so. Also bis gleich. So, bezüglich der Dame, die mit uns mit war, das war jetzt eine sehr eigenartige Geschichte. Du musst mir erzählen, was für eine Dame, das wissen die Leute ja gar nicht. Ja, das war die Dame, die vorhin uns die Eisdiele gezeigt hat, Valerie oder Valentina oder so hieß sie irgendwie. Die Begegnung begann damit, dass wir sie auf einer Parkbank trafen und ja, sie hatte eine Flasche Black Wodka hatte sie mit. Und zwar wahrscheinlich Intus. Ja, aber jedenfalls, sie hat zwar im ersten Moment sympathisch gewirkt, deswegen hab ich sie ja gefragt, ob sie mitkommen will, was sie dann ist. Ja, aber dann, wie wir uns mal so in einem Biergarten hingesetzt haben, hat sie dann schon mal so angefangen, das Leben ist so scheiße und alles negativ. So. Ja, wie darf das sagen? Ja, eine verlorene Person. Ja, das beschreibt es am besten. Ja. Ja, wir wollten eigentlich halt noch zu einem Bach gehen, aber ja, wie wir auf dem Weg dahin waren, ist auf einmal, das ist jetzt tatsächlich passiert, da ist auf einmal ein Auto aufgetaucht, wo der Fahrer zu ihr umgerufen hat, sie ist weggegangen, in das Auto eingestiegen und das war's. Die Geschichte unseres Lebens. Ja, story of our lives. ja, keine Ahnung, was ich jetzt dazu sagen soll, also. Aber egal, wir fahren jetzt nach Hause, schmeißen jetzt wahrscheinlich ein paar Würste auf den Griller. Das klingt gut. Und noch ein paar Bier dazu. Und was dann noch passiert, seht ihr dann im Anschluss. Man kann es jetzt hören, es regnet jetzt sogar ziemlich wild. Wir haben jetzt daraufhin beschlossen, dass wir jetzt mal die schönste Halle von Osttirol uns anschauen gehen. So wie du mal so schön sagst, der schönste Keller von ganz Osttirol. Jawohl, den gehen wir uns jetzt ansehen.